Und dann zogst du wie die Heuschrecken weiter. Jeder wusste Nummer 1 in Sachen Deutschrap war Steiger. Du unterschiebst den Bunker-Deal. Doch anstatt dich mal zu freuen, ging's dir damals schon nur drum, ob du genug verdienst. Du hattest ein paar echte Freunde, doch lieber hingst du ab mit irgendwelchen Boygroup-Mitgliedern. Du dachtest, es wird Zeit, dass ich den Bunker verlass. Daraufhin schrieb deine Mutter ein Fax. Könnt ihr Steiger fragen? Nach ein paar Tagen fiel dir auf, dass du eine Wohnung brauchst. Ab jetzt leb K bei AK von Overground und tausch das erste Mal Freunde gegen Fame. Räudiges Benehmen wird man später häufiger noch sehen. Läuft bei dir K, traurig aber wahr. Jetzt muss der nächste herhalten, Hauptsache ein Star. Dann hast du Echo Fresh getroffen, der glaubt, du seist begabt. Der so gut er konnte deinen Aufenthalt bezahlt. Der dich bei sich wohnen ließ, es ging nicht um Millionen-Deals, sondern dass du Promo kriegst und auch ein bisschen Kohle siehst. Erinner dich, K, die Kölner haben dich miternährt. Im Café den Clown zu spielen, war dir ein paar Kippen wert. Sie besorgten Nebenjobs, damit du was dazu verdienst. Auch seit dem ersten Clip mit Echo fühltest du dich zu berühmt. Er rief Olli an, doch der schickte auch kein Geld, weil dein Stiefvater wollte, dass du auf die Schnauze fällst. Er hat nicht an dich geglaubt, als Eck an dich geglaubt hat. Und was machst du aus Dank dafür, du haust ab? Gibst schon wieder deinen Gönnern einen Laufpass. K, du wolltest unbedingt zu mir in die Hauptstadt. Doch du hattest zu mir gar keinen Draht, also kroste erst den Start seinen Arsch, tja, so kennt man dich. Du wolltest Backup-Rapper werden bei ihm, hofftest insgeheim, er nimmt dich mit hierher nach Berlin. Aber nein, K, es tat sich nichts, also kam dir die Idee, dass du mir einfach...